bin ganz, ganz schlau. Ich weiß nämlich, dass Pokémon nur 4 Attacken auf einmal beherrschen können. Okay. Pokéwood, Einklangspassage. Ja, ne. Gute Zeiten, Pokéwood, aber damit habe ich abgeschlossen. Und genauso mit der Poképassage. Wobei ich mit der nie wirklich angefangen habe. Nein, irgendwas mit Beutel. Duftpilz, okay. Das ist ganz nett, was bei dir so. Der Augenblick, als mein Yoklif sich zu Terribak entwickelt hat, war einfach so ergreifend, dass es mir die Tränen nicht verkneifen konnte. Das ist schön. So schön. La, 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 la. Okay, jetzt mal hier. Dann sind zwei Items, okay. Pass auf, ich verrate dir mal was. Orte und große Sachen sind für mich einfach das Größte. Große Sachen. Ja, auch in Sachen Pokémon sind die etwas. Klobigere Exemplare meiner Favoriten. Nur, dass wir uns verstehen. Mit groß meine ich Pokémon, die größer als 5 Meter sind. Hast du irgendwelche Pokémon dabei, die du mir jetzt zeigen könntest, oder? Nein, habe ich nicht. Leider nicht, sorry. Was kriege ich denn dann? Ohne X, dann hätte ich eine Indigo-Route bekommen. Ja. Nicht, dass ich es brauche. War ich hier schon mal? Ich kann mich in diese Stadt irgendwie gar nicht erinnern. Willst du mich nicht mehr Klavier spielen? Vielleicht würde der melodiöse Ruf eines Pokémon in meiner Fantasie wieder ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ach, Zipurze. Ich dachte, es will Melodie haben oder so. Willst du Zipurze hören? Ist ja schön. Solange mein Herz den Beat hat, kriegt mich niemand von meinem Drumset weg. Ja, leider habe ich Zipurze nicht. Ich werde es mir auch nicht holen. Aber ich werde sporzen. Interessanterweise. Sehr nice, okay. Was habt ihr denn zu bieten? Hier scheint es nicht so viel zu geben. Ich wüsste nur zu geben, was für eine Art Mensch die Person war, die zum ersten Mal in der Geschichte mit einem Pokémon Freundschaft geschlossen hat. Magst du Pokémon? Ja, na klar. Nein. Warum reist du mit ihnen in der Weltgeschichte rum? Muss ja wer erkunden dürfen. Ist in dem. Natürlich ist hier was. Easy Boys. Hier noch was? Ah, hier ist Route 1. Okay, was ist denn hier unten? War ich hier schon mal? Das weiß ich nicht. Das ist ein Tampion. Oh, nice. Hätte ich nicht gemerkt. Ich will mir mal was Privates verraten. Tiefliegende Orte und kleine Sachen sind für mich das Größte. Na klar. Unter 0,2 Meter. Nein, habe ich nicht dabei. Was soll denn das sein? WhatsApp und dafür gibt es eine Pokepuppe. Naja. Muss man auch nicht haben. Was geht denn bei dir so? Mein Tampion sieht ein Pokéball zum Verwechseln ähnlich, nicht wahr? Ja. Im hohen Gras sind es die größten Nerven aller Zeiten. Oh, geil! Gibt's ein Item von wegen. Nein, ich nehme noch einen Arm. Das ist alles ganz nett. Irgendwas mit vor zwei Jahren in Avinitia. Also scheinbar habe ich mit diesem Jungen irgendwas zu tun gehabt. Ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du mir ein Stadelbau gibst, bekommst du dafür dieses Ambidiffel von mir. Mal schauen. Wenn du das machst, wird sie sich von dir noch einen Hippoteros wünschen. Dafür bekommst du einen 47. Ja, ne? Warum auch nicht? Okay. Du kriegst einfach einen Simsala. Gut, ist Level 40, ist nicht so stark, aber dafür gibt es ja einen EP-Teiler. Also wenn du rasieren willst, dann kriegst du hier die Chance. Wow. Direkt ein Simsala, das ist heftig. Das Trainer muss ja immer ein Lächeln auf die Lippen haben. Genau. Langweilt mich. Welchen Pokémon gebe ich? Am besten welches Item zum Tragen? Macht Spaß zu knobeln. Außer bei Seelentau, das ist nur für Latios. Wenn Mann und ich mal wegen irgendwas uneinig sind, versuchen wir in der Regel über einen Pokémon-Kampf eine Entscheidung herbeizuführen. Was ist denn Pommes? Ketchup oder Mayo? Ketchup, Mayo, Kampf! Genau so funktioniert es dann. Bei genauerer Betrachtung merkt man, dass zwei Pokémon derselben Art nie identisch sind. Wow, ich bekomme schon. Spiel dieser Pokémon gelb, ich weiß das inzwischen. Dankeschön. Irgendwas kriegt sich in die Haare oder verliebt sich, ist mir auch egal. So, und das war's dann auch mit dieser Stadtscheibe. Das ging relativ schnell. Route 1. Endlich mal speichern, wird schon jetzt sein. Hier geht's irgendwo zum Wasser auch. Und des Weges, willst du zum Pokémon-Labor? Und noch ein bisschen rumblödeln? Ja, warum auch nicht?
Abonitas. Wasser, aber ich glaube auch Gestein dazu. Das heißt, das sollte nur mal eins sein jetzt. Schätzungsweise, ich weiß es nicht. Nö, easy, alles gut. Ich glaube, Karippas war diese Schildkröte, diese alte, die war Wassergestein, glaube ich. Anurit? Überhaupt keine Ahnung, kenne ich nicht. Noch nie gehört. Keine Ahnung, was es ist. Warte. Sieht da irgendwas aus, was fliegen kann? Scheinbar nicht, aber egal. Eye of the Rings. Ja. Jetzt sollte Eis mal 4 sein, kann es sein? Moment, Eye of the Rings Stein. Eis, nee, Eis gegen Stein macht gar nichts. Aber Eis gegen Flug natürlich. Schilderus, boah, der will ja echt, die will echt mit alten Pokémon auffahren, ne? Schilderus nicht auch so ein altes Pokémon oder nicht? Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen gerade. Wie auch immer Schilderus überlebt hat, aber jedenfalls Respekt. Tschüss. Und weiter geht's. Jetzt geht's an die Backpacker, okay. Machen wir doch. Die Backpacker reisen, wie der Name schon sagt, nur mit einem Rucksack und ein paar Pokémon um die Welt. Das ist ja total romantisch. Vielleicht kotzen muss Merten. So gut. Oh, warte auf. Warte mal. Das ist auch wieder so ein Fossilfreak. Kommt noch ein Karippa. Das ist auch wieder so ein Fossilfreak. Das ist ja mega langweilig. Lame. Ist nicht sehr effektiv, aber trotzdem geknallt. Na jawohl. Kognodon ist, glaube ich, Psycho. Kann es sein? Ich glaube, Kognodon ist Psycho. Nur eine Schätzung, weiß ich nicht. Nein, nicht Psycho. Oder Psycho noch was dazu. Das kann auch sein. Karippas. Das ist jetzt aber Wassergestein. Da kann ich... das sollte das mal eins sein. Nein. Ich weiß nicht, ob Elektro gegen Stein was macht oder nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Lilie. Null Ahnung, was es ist. Vielleicht irgendwas mit Pflanze. Die Antwort war ja. Also vielleicht. Kann auch Drache gewesen sein, ne? Lilie. Muss ich mal kurz gucken. Drache oder Pflanze? Oder beides? Gesteinpflanze, alles klar. Und das wird dann zu Willy. Willy kenne ich vom Designer. Lilia hätte ich jetzt nicht erkannt. Also nicht so direkt so auf die Schnelle. Na gut. Dann machen wir zu und weiter geht's. Aber ich hab einen Topschutz an. Scheinbar hatte ich keinen Topschutz an. Ist gut. Hat das Pokémon-Team noch ausreichend KP? Oh, danke für den Trank. Uiuiuiui. Wollt ihr mich verarschen? Ein Trank. Ich bin auf Level 70. Ich fühle mich tatsächlich gekränkt. Schämt. Ich weiß nicht, was ihr wollt von mir. So. Links oder rechts? Oder Kampf? Ein Trainer aus Evinizia hat mir vor 2 Jahren etwas ganz Tolles vollbracht. Er hat gegen die Plasma gekämpft und damit einer gerettet. Ich habe dem Trainer damals beigebracht, dass man sich schon ins hohe Gras begeben muss, wenn er mit wilden Pokémon kämpfen oder sie fangen will. Auf diese Weise könnte man also sagen, dass ich auch einer derjenigen bin, die an der Rettung von einer mitgewirkt haben. Ich weiß nicht, ob ich mit dir überhaupt gesprochen habe vor 2 Jahren. Ich hoffe, ich habe es nicht getan. Ich hoffe, ich habe es nicht getan. Du willst Pokémon angeln, das kannst du machen. Das hier, das führt doch... Das, ich glaube, das führt nicht auf eine neue Route, sondern es nur, um Sachen zu finden. Ich glaube nicht, dass es eine neue Route ist. Aber vielleicht ist es eine neue Route. Ich weiß es nicht. Top-Genesung. Oder doch?
Ah, nee, das hat dann auf die Dingesroute geführt. Doch, 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 das ist eine neue Route. Nee, nee, wir gehen nach Amnesia. Blumenfelder sehen schön aus. Abgesehen davon... Ich habe doch hier irgendwas weiter oben gesehen. Da waren Pokébälle. Das verwirrt mich. Ich muss da nochmal kurz hingucken, Moment. Habe ich hier was übersehen? Kann ich irgendwo nach rechts oder so? Mal gucken, ich glaube zwar nicht, aber... Natürlich kann ich hier nach rechts, ich Bob. Ein Instrument. Nein, ich glaube nicht. Das hier habe ich übersehen, nicht Bob. Und das war wieder Ball und genau der Hyper-Highlight, von dem die Rede waren. Ah, das haben wir auch abgehakt. Und die Lösung hat irgendwas gesagt von Hyper-Highlight. Ich so, was? Hyper-Highlight, was? Und naja, jetzt macht das auf jeden Fall Sinn. Mein Herz ist erleichtert. Ich radel durch Hallen durch mit schmutzigen Reifen. Ich muss sie ja nicht sauber machen, ja. Dafür gibt es ja die Putzfrauen. Ich sichere Arbeitsplätze der Putzfrauen, ist auch schön. Und willkommen in Amnesia. Das ist das Labor, genau, Professor Esche. Haus von Sharon. Haus von Bell. So, wir gehen mal in unser eigenes Haus. Oh, willkommen zurück. Da hast du den Freund finden können, nachdem du gesucht hast. Sein Name war N, nicht wahr? Du bist ja gar nicht T.Loni. Du bist ja ein anderer T.Loni. Oh, wie peinlich. Bitte vielmals um Verzeihung. Jetzt verwechsel ich schon Besuche mit meinem Kind. Und du bist T.Loni? Ja, genau wie dein Kind. Ich bin der Gleiche. Nur wusste ich doch. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja, weil ich der Gleiche bin. Ich kenne deine Mutter auch noch aus meiner Zeit als Trainer. Sie hat damals im Pokémon Center als Empfangsdame gearbeitet. Sie redet hier eigentlich gerade über sich selber. Ist das Schizophrenie schon? Aber sag, wie geht's eigentlich deinem Pokémon-Team? Wie wär's mit einer kleinen Verschnaufpause? Jawohl, easy. Ich bin erstmal geheilt. Nicht, dass ich's bräuchte, weil ich sowieso alles rasiere. Aber egal. So, die AP können ja immer... geht ja immer, ne? Treffe ich einfach Mutti wieder. Jawohl. Die Konsole. Was ist denn hier? Kingstein. Ich glaube nicht, dass ich jemals einen Kingstein bekommen habe. Aber naja. Ja, ich möchte leider nicht zu Lasche King weiterentwickeln. Deswegen... netter Versuch, aber nein. Die moderne Technik ist schon was Tolles. Infrarot. Das hat er damals auch schon gesagt. Ziemlich sicher. Glaubst du, eine Reise als Pokémon kann mit... glaubst du, so eine Reise mit Pokémon als Begleiter kann einen Menschen verändern? Ja. Natürlich. Was willst du so? Du wünschst dir ein Pokémon mit Pokédex. Natürlich. Du willst Champ werden, dann werde ich dir mal richtig mal einen Strich durch die Rechnung machen. Dann werde ich die Glasscherben in deine Suppe streuen, dass du mal Bescheid weißt. Hm, sag bloß, das ist der Arena-Ordner aus Aventura City. Danach bist du also der erste Trainer, der meinen Sohn herausgefordert hat, seit der Arena-Leiter geworden ist. Und du hast ihn rasiert, weil er nichts kann. Vielen Dank. Denn was wäre eine Arena-Leiter schon ohne Herausforderer? Nichts weiter als ein gewöhnlicher Trainer, stimmt's? Mit deinen Worten, du hast Sharon erst zu einem waschechten Arena-Leiter gemacht. Hier, nimm dies als kleines Dankeschön von mir. Lol. Reisen kann man so viel lernen. Da kann ich viele Dinge. Ja. Denen du schon begegnet bist, denen zuvor völlig unbekannt waren. Die kleinen Entdeckungen sind der Beweis, dass du dich selbst auch verändert hast. Hm, du hast die T.Loni, ja? Und du hast auch ein Pokédex. Das gehört heutzutage zum Erwachsenwerden dazu. Scheinbar, ja. Ich bin in keinem Pokémon-Spiel erwachsen geworden, ohne einen Pokédex zu kriegen. Andererseits bin ich auch noch in keinem Pokémon-Spiel erwachsen geworden. Also von daher, kritisch. Ich hatte dich schon. Was geht denn bei Bell so? Oh, du bist also auch mit deinem Pokémon-Team auf Axe, wie? Du kannst aber stolz auf dich sein. Deine Eltern haben noch mehr Grund, sich auf die Schulter zu klopfen. Es ist nämlich nicht leicht, sein Kind einfach so ziehen zu lassen, obwohl man sich große Sorgen um es macht. Ich bin mir absolut sicher, dass sie sich viele Gedanken um dich machen. So solltest du immer versuchen, sie über deine Reiseerlebnisse auf dem Laufenden zu halten. Das mache ich. Ja, das stimmt hier. Meine Pokémon-Schwarzmutter hat doch gesagt, dass sie meine Pokémon Schwarz 2 Mutter kennen. Heißt, ich könnte einfach mal anrufen.
wäre eigentlich die perfekte Gelegenheit. Besser geht's ja gar nicht. Ich könnte sogar eine Multikonferenz machen, nice. Das probiere ich auch gleich mal aus. Avenizia. Du bist in Avenizia? Damit ist doch jetzt ein Pokémon-Labor. Oder möchtest du vielleicht einem Freund von mir einen Besuch abstatten? Ich dachte, sie sagt jetzt noch mehr, aber nein, ist gut. Von wegen viel gleichzeitig. Bullshit, Junge. Also scheinbar geht es, aber ich kann es nicht von mir aus machen, was ziemlich schwachsinnig ist. Avenizia. Fieb und natürlich Ebert Esche. Hey Tipp und Kloni, triffst du auch regelmäßig neue Pokémon? Die anderen Regionen natürlich der Rest der Welt beinhaltet eine ungeheure Vielfalt an unterschiedlichen Pokémon. Um mehr über sie zu erfahren, habe ich die Habitatsliste erfunden. Das ist sicher auch der Grund, warum du hier bist, nicht wahr? Ja, schaut mein Pokédex. Ich habe 20 Pokémon gefangen. Es gibt 600 verschiedene. Ja. Oh, oh, ach richtig. Hätte vielleicht vergessen, dir das hier zu überreichen, als wir uns in Aventura City begegnet sind. Das ist eine super Angel. Naja. Schön, dass ich sie habe, brauche ich sie aber nicht. Aber es ist schön. Ja, ich weiß, wie eine Angel funktioniert. Bitte. Chillabell? Okay, das ist nicht unbedingt Chillabell, aber nein. Oh, wen sehe ich denn da? Danke, dass du extra einen weiten Weg auf dich genommen hast. Dafür gebe ich dir 140 Millionen Pokédollar. Dass Aventura City aber auch so weit von Avenizia entfernt liegen muss. Du hast bestimmt die Himmelsfallbrücke überquert und bist vielen verschiedenen Pokémon begegnet, habe ich recht? Na dann. Pokédex an. Easy. 253, leck mich am Arsch. Die Anpassungsfähigkeit von Pokémon ist wirklich bewundernswert. Immer schön am Ball bleiben. Klingt es dir allen, im einer Pokédex enthaltenen Pokémon zu begegnen, bekommst du eine Belohnung von mir. Deswegen war ich jetzt hier, das ist ja... Wack. Irgendwo hier soll ich Bell finden, wird mir gesagt. Sehe ich aber nichts. Ja, was weiß ich, mir egal. Wir können jetzt auf jeden Fall zurückgehen, denn... Wir haben noch einige Routen zu erkunden, und zwar die Wasserrouten müssen irgendwo sein. Habe ich einen Topschutz an? Ich glaube nämlich nicht. Ich vergesse es immer. Nein. Und ab geht's. Zu diesem Trainer hin, bevor es auf die nächste Route geht. Itemradar vielleicht? Okay, ich wollte nur was gucken. Entschuldigung, kämpfe hier gegen dich. Menschen, du und ich. Du hast deinen Satz nicht verwendet. Carmen. Ponyfraß, okay. Habe ich jetzt erstmal direkt nichts dagegen, soweit ich sehe. Also wird hier einfach wieder pure Stärke den Ausschlag geben. Das wäre jetzt der Punkt, wo Surfer sinnvoll wäre. Aber ich will halt Latios keine VM beibringen, wenn ein anderes Pokémon diese VM schon kann. Das ist, finde ich, das sinnlos. Ich will auch Platz für andere und bessere Attacken haben. Tara ist unnicht, oder? Kann das sein? Ich könnte mal Flampi Werner vorne bringen. Kampf gegen ohne, wir wissen ja. Sehr gut. Sehr tief. Zack. Nuiuiui. Ja, nach Tara war schon immer im Einstecken immer sehr gut. Horrorblick, das ist perfekt. Und das ist dein Untergang. Doch danach können wir gern Freunde sein. Ich bin für alles offen wie das Wunderland. Ich habe bald alle auf Level 70. Finde ich relativ geil. Traunmagil ist, glaube ich, auch. Und nichts. Genau, und ich glaube, der Düsterumgang gehört auch zu Traunmagil. Fast sicher. Keine Wirkung, was? Ich weiß auch noch Geister zu. Also ist es Unlicht Geist oder was? Hammer für Appearance hier, jawohl.
Bullshit. Und weiter der Spaß. Na, komm, wohl. Protein, ja. Du als nächstes Pokémon Ranger Ivanka? Fragezeichen. Arana. Ich glaube schon. Ivanka. Ich sollte mit Latios mal ein bisschen zurückschrauben. Latios, im Moment das am besten gelevelte Pokémon aus meinem Team ist. Das ist prinzipiell nicht schlecht, nur im Sinne der Ausgeglichenheit. Ich muss mal einen Gang zurückschalten. Jetzt wo Latios ja auf dem annehmbaren Level ist. Girafarig ist Psycho. Hätte ich jetzt Kirsche einsetzen können. Ich hätte schön rasiert, aber Geist muss ja auch. Moment. Ist Girafarig nicht? Jetzt sehen wir nicht Girafariges Unlicht. Psycho! Girafariges normal Psycho. Was hat er dann keine Wirkung? Warum? Ach, weil sie normal dazu ist. Deswegen hat Geist keine Wirkung. Mann, das ist nicht euer Ernst. Nur nicht im Sekt rum rein. Mir doch egal. Da fliegt der schöne, gute alte Meisterball. Der hat es ja kackt. Und tschüss. Wenn das nicht one-hit, dann weiß ich auch nicht. Yes. Floor. Jetzt kann ich eigentlich wieder Flammigan zurückgreifen. Gute alte Feuerattacken. Und ich sollte Flammigan auch wieder auf 1 stellen. Immer noch einen Schluck Apfelschorle. Die immer noch halbwegs gekühlt ist. Ah, oh, so gut. Ja. Gestern, heute Morgen, die Pokémon, die Menschen, die Welt. Alles miteinander verbunden. Illuminati. Ich habe Flampi gar nicht nach vorne gestellt, ich Idiot. Ich werde aber auch nicht laden, weil keine Ahnung, wo ich das letzte Mal gespeichert, also gequicksaved habe. Eigentlich ist das schön. Fermicula ist Käfer, glaube ich. Ist das Stahl dazu? Weiß ich nicht. Könnte ich mit Eis rankommen? Nein! Also doch Stahl. Genau, aber Kreuzchen rasiert mich. Genau, na sicherlich. Auf jeden Fall. Soll ich mich darüber echt aufregen? Dann immer wir. Tschüss, Mikola. Psyana. Auch wieder Stärke, weil einfach drauf. Wie lang Fackel, dann rasiert. Bin gespannt, ob ich One-Hit bin. Einfach. Und Level 70. Mein Team ist jetzt konstant geil. Kramchef, irgendwas mit Unlicht, keine Ahnung. Die Prozedur kennen wir schon. Uiuiui. Ich sollte gleich mal heilen. Und dann auch Dinges wiederbeleben. Das machen wir doch direkt mal. Medizintasche. Und Eisen und Carbon kann ich auch immer direkt. Verteidigung. Carbon. Calcium-Spezialangriff.
Trank würde ich gerne wegschmeißen. Ich möchte nichts zu tun haben. Stellt 20 KP wieder her. Ich hätte ihn eigentlich auch einsetzen können. Nicht, dass es irgendwie relevant ist. Und Protein. Das geht wahrscheinlich nicht mehr, genau. Das geht aber noch. Also frisch ans Werk. Ich kann auch Zapplagen auf einstellen. Ich muss gar nicht vegan unbedingt sein. Und ich muss Zapplagen noch wieder Lichtkanone beibringen. Das hätte ich fast vergessen. Zapplagen müsste ja immer noch Blitz haben. Oder so. Ja. Ja. Und perfekt. Also mein Pokémon-Team ist gerade perfekt aufgestellt. Du kannst nichts gegen sagen. Stark, alle geheilt. Alle gut dabei. Na gut, Zekrom zählt jetzt nicht. Zekrom ist nur zum Rasieren da. So, letzte Trainerin. Wer ist auf 1? Zapplang ist auf 1, okay. Zapplang kann für die aufkommende Wasserroute, ja, da geht was, würde ich sagen. Erstmal Coleman. Mit Mundtier. Klassischer Normalaffe. Stärke. Sollte hier nicht schaden. Satzinia, dafür habe ich jetzt Feuer. Ich vergesse immer, was Stahl für Teamvorteile hat. Stahl hat Eis, aber dafür habe ich Feuer und Gestein. Also wenn irgendwas mit Gestein kommt, kann ich Stahl einsetzen. Ist gut zu wissen. Allerdings wäre mir irgendwas Geiles lieber. Mal gucken, was kann denn... Ja, Damiplex. Ich guck gleich. Damiplex ist normal. Also machen wir einfach weiter. Was kann Zapplering denn noch so lernen? Das ist nett. So, wir haben jetzt Donner, haben wir schon. Flammenwurf haben wir auch. Stimmt, ansonsten war da nicht mehr so viel Geiles. Ich sollte erstmal kämpfen, Moment. Ich muss hier aber gleich mal was gucken, jetzt bin ich nämlich verwirrt. Wie sehen denn die Stats von Zapplagen aus? Es hat mehr Angriff als Spezialangriff. Warum bringt Zapplagen dann nicht meine physische Attacke bei? Muss ich mich doch mal fragen lassen auch. Eine gute Frage eigentlich. Was wäre denn so geiles dabei? Drachenklaue wäre heftig. Stromstoß. Muss man meine TMs kurz gucken, Leute. Stromstoß, da ist es. 90, 100? Wegschmeißen. Also, weil Lichtkanone ist halt so ein so eine Attacke. Also, weiß ich nicht. Kann ich irgendwie nichts mit anfangen, wirklich. Noch eine Elektro-Attacke könnte wahrscheinlich nicht schaden. Drachenklaue? Hätte ich was gegen Drachen? Naja, das kann ich mir auch sparen.
Flammenwurf ist ganz gut und ja, wahrscheinlich. Stromstoß. Was Stärkeres kriege ich nicht. Was Stärkeres, was nicht Bullshit ist, sowas wie Gigastoß oder so, sowas brauche ich nicht. Habe ich endlich mal was Starkes? Was mir auf die. Ja, was auf meine starke Angriffsseite abzielt. Aber ich wusste es nicht. Ich dachte wirklich, ich greife. Weil ich dachte wirklich, da lang greift besser speziell an. Wieder was gelernt. So, das sollte heißen. Endlich geht's auf die Wasserroute.